Interview und Analyse zum 12. Rennen. Abschluss des Renntages, der große Preis der österreichischen Lotterien mit Aaron Beukenswijk. Der wird immer stärker aus meiner Sicht. Ist zwar noch nicht ganz dort, wo er 2019, 2020 war, aber wie gesagt, er wird immer stärker. Siehst du das auch so? Ja, ist richtig. Er hat letztes Mal schon in Wels eine gute Leistung gebracht, war von einem starken Bauer BMG geschlagen. Und der Pauli sagt, er hat ein gutes Gefühl gehabt. Ich muss dazu sagen, es ist das ein sehr ausgeglichenes Rennen. Und ob er jetzt gerade gewinnt, weiß ich nicht. Aber normalerweise bei schönem Rennverlauf und beim Rennverlauf, das ihm entgegenkommt, hat er eine gewisse Chance. Berekis, denke ich, wird viel davon abhängen, ob er fehlerfrei über die Bahn kommt. Ja, ich habe schon betont, Helmut Lindmeier hat mir schon gesagt, die letzten Wochen und Monate, er sei einfach nicht mehr der Alte, er sei nicht mehr der, der letztes und vorletztes Jahr war. Und das ist natürlich für ihn nicht sehr positiv, denn wenn ein Berekis nicht zu 100% auf dem Posten ist, auch jetzt mental, sage ich ja mal, dann reagiert er sofort mit einem Fehler. Zum Abschluss des Renntages, großer Preis der österreichischen Lotterien, hast du wieder einen Sieganwärter angespannt mit dem Aaron. Der hat zuletzt auf 1600, was eine nicht optimal Distanz ist, sage ich einmal, auf längeren Distanzen ist er noch stärker, auch schon gewonnen in einer starken Zeit. 14 in Baden ist ja eine Hausnummer. Ja, 14 und das 800 Meter in der zweiten Spur ohne Führpferd. Also er hat jetzt 3-4 Wochen Pause, ein bisschen ruhig trainiert worden. Und natürlich 2-1 steht ihm sicher zugute, aber man darf nichts vergessen, es sind zwei, drei gute Pferde drinnen. Grand Prix Zulauf hat zum Beispiel in Ebrechtsdorf gewonnen. Oder Aaron Beukenswijk mit Herrn Meyer. Cheers Dolstoy hat letztes Mal gewonnen mit Erich Kubers in 14. Also das Rennen schaut leicht aus, wie was es ist. Also es sind trotzdem 2-3 gute Pferde drinnen. Aber er ist in Topform und er hat trotzdem eine Siegchance. Abschluss des Renntages, großen Preis der österreichischen Lotterien mit Cheers Dolstoy. Ab und nach Hause heißt es hier. Nein, es wird dieselbe Taktik werden wie beim Sieg zuletzt, nehme ich an. Versuchen, die Führung zu bekommen, beziehungsweise die auf jeden Fall anstreben und dann sich ein gutes Führpferd suchen, um vielleicht im Endkampf aus dem Windschatten heraus zuzuschlagen. Ja, so geht am besten. Das werde ich wahrscheinlich versuchen. Immer aus dem Windschatten rausgeht, aus seinen besten Rennen. Der Pfleger hat mir gesagt, dass er irrsinnig stark drauf ist. Man sieht es in seinen Formen. Er ist ja wirklich toll in Schuss. Und wenn es sich ergibt, kann er das auch gewinnen. Sagen wir mal so, man sieht es nicht einwandfrei, weil zum Beispiel beim 6. Platz am 14.8. in Baden war es ein bisschen eben unglücklich. Da hast du auch diese Position gehabt, nur keine freie Fahrt und dann eine Wand vor dir. Ja, natürlich, das ist das Risiko, wenn man so ein Rennen anlegt, dass man eben dann keine freie Fahrt bekommt wie in diesen Rennen. Und ich hätte auch schon gewinnen können, wenn ich da frei komme. Ja, aber ich muss jetzt so anlegen, weil so geht am besten.